Willkommen zum Chaos Communication Camp 2015. Wir sind so froh, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt, auf den westlichen Spiralarm der Galaxie, auf einen relativ unwichtigen kleinen Ort namens Miltenberg gekommen seid. Ich bin so aufgeregt wie ihr auch und ich freue mich darauf, alte Freunde, neue Freunde kennenzulernen und neues Zeug kennenzulernen und alles Mögliche zu tun hier. Und ich bin schon seit ein paar Tagen hier und es ist hier irgendwie seit Tag minus vier und ich hatte schon die Chance zu sehen, das völlig Unmögliche zu sehen und dass die Leute, unglaubliche Leute uns, dass die Leute dieses Unmögliche möglich gemacht haben und uns Wasser und Strom und das Internet gebracht haben. Großen Applaus dafür. Und ihr habt nicht so richtig für Wasser und Strom geklappt, aber sobald das Wort Internet fiel, da wart ihr total enthusiastisch. Ja, super. Spart euch eure Energie für später. Wenn man im Camp ist, und ich war schon auf ein paar Camp, und die Frage ist ja immer nach dem Camp, warum nur alle vier Jahre? Und die Frage gab es schon vorher. Und es ist immer, warum... warum können wir das nur alle vier Jahre machen? Können wir nicht irgendwie das jedes Jahr machen? Weihnachten haben, müssen wir bei der Familie sein, aber im Camp können wir irgendwie, können wir uns Urlaub nehmen und so. Ich fände es auch geil, aber das Problem ist, dass es viel Arbeit ist und Freiwillige waren bis ein Jahr, Monate, Wochen hier auf dem Camp und unterwegs und überhaupt dafür verantwortlich. Und das ist halt, wenn ihr jemanden findet aus dem Orga-Team auf der Campsite, dann kauft ihn einen Drink und gebt ihnen was zu rauchen und dann werden die schon euch erzählen, warum es nur alle vier Jahre passiert. Es ist immer auch die Sache, ich versuche Leute immer zu überzeugen, dass sie kommen sollen, Freunde und Kollegen. Und dann sagen sie, ja, vielleicht komme ich da und sagen sie, sehen sie später die Fotos und sagen, ich komme nächstes Mal, wann ist denn das? Und ich sage denen, naja, alle vier Jahre. Und ich bin jetzt froh, dass Leute, die zum ersten Mal da sein, die Leute, die zum ersten Mal da sind, Gratulation, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Willkommen. Aber das Camp ist noch nie fertig. Ist nie fertig und speziell nicht ohne euch. Und das Camp wird den ganzen Tag neu aufgebaut und es werden immer Leute da sein, die irgendwelche Sachen aufbauen, LEDs zusammenlöten, Blinkenlights bauen, irgendwelche Sachen für die Gefährte hier bauen. Wenn ihr rumlauft auf dem Campsite und nicht wisst, was ihr tut, und ihr seht die Leute, die irgendwelche Sachen aufbauen, und versuchen, dieses Camp noch besser zu machen, dann geht dahin und fragt ihn, ob sie irgendwie helfen könnt. Und ob ihr dabei helfen könnt, das Camp noch geiler zu machen. Danke, danke, dass du die Leute, die Leute hier willkommen heißt, die das erstmal da sind. Und ich bin echt sehr happy, dass ich hier auf der Bühne stehen darf und die Sachen sind sehr schlecht eskaliert und schnell eskaliert und für mich ist es auch erstmal, das erste Mal Kongress war für mich 2010 und ich bin mir sicher, dass jeder von euch hier schon mal auf dem, dass jeder, der schon zum ersten Mal auf ein CCC-Event geht, das ist für euch immer eine ziemlich krasse Veranstaltung und Erlebnis für euch war. Und ich erinnere mich daran, dass wenn ich das erste Mal auf den CCC-Kongress gekommen bin, das PCC gegangen bin, dann bin ich in die Dunkelheit und ich bin total, es war total krass für mich, die blinkenden und
und blinkenden Sachen und alles, die mich überwältigt haben. Und dann bin ich fast gestorben im Drone Center und dann habe ich irgendwie ins Hex Center geguckt und habe die Leute gesehen, die irgendwie sehr schnell, tut mir leid. Also es ist alles immer noch dunkel und düster und geheimnisvoll und so. Und seitdem habe ich aber auch viele CCC-Events besucht und ich habe Dinge gesehen. Ich habe Leute gesehen, die sie ein Signal auf den Mond geschickt haben, zurück, weil sie können. Ich habe einen Stormtrooper auf einer Rolltreppe gesehen. Ich habe Leute gesehen, die aus dem Wasserwerfer hart gepartet haben. Ich habe Leute... ich habe gesehen, wie ein ganzes Event von Null aufgebaut wurde, weil tausende Freiwillige geholfen haben und helfen wollten. Und es ist immer ein Gedanke, ein Gefühl. Und das ist dieser eine Gedanke, den ihr vielleicht auch kennt. Und das ist, was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? Und ich verstehe das auch nicht. Also I don't even. Und das ist so etwas, wozu ich euch alle sehr gerne einlade, ist, nehmt es an und nehmt euch die Chance, auf die Campsite zu gehen und einfach die ganzen Eindrücke in euch aufzunehmen. Und es ist echt auf jeden Fall das wert. Jetzt will ich unbedingt das Bällebad sortieren. Ich habe auf jeden Fall auch immer noch das What the Hell-Gefühl. Ich bin jetzt seit 15 Jahren im CCC und habe ich gerade festgestellt. Und ich habe ein neues Gefühl, weil kürzlich hat ein Kollege in der Firma mich gefragt, wo bist du aufgewachsen? Und ich habe irgendwie so reflexiv geantwortet im Chaos Computer Club. Meine Eltern würden natürlich da nicht zustimmen, aber es gibt da echt ein bisschen Wahrheit dahinter. Ich bin da seit 15 Jahren und ein Freund hat mich dahin gebracht. Ich war da ein Grafikdesigner und ich hatte so durchschnittliche Interesse in Computer, aber ich war nicht so wirklich ein harter Hacker und habe mich da echt wie ein Alien gefühlt. Und ich hatte seltsame Diskussionen und nachdem ich immer wieder da hingegangen bin und festgestellt, dass alle Aliens sind und Aliens sind die Norm und die Hacker Society, die Hacker Gesellschaft warum ich gesagt habe, dass ich aufgewachsen bin. So, ich bin jetzt ein Programmierer und mache Netzwerke und Nerd-Sachen und so weiter, weil ich von der Grafikdesign-Sache komme. Fragen mich jetzt Hacker. Das ist eigentlich nur, weil ich Hacker gefragt habe, wie funktioniert das und wie funktioniert das? Und dann habe ich immer Antworten bekommen, auch auf einem Level von Detail, das ich irgendwie nicht immer prozessieren konnte. Aber letzten Endes war das so, dass ich dann, irgendwann habe ich es halt verstanden. Und manche Leute sitzen hier und es gibt hier einfach diese tollen Leute, Sachen, die man alle auf einmal machen kann. Entschuldigung, das ging alles ein bisschen verloren. Traut euch einfach zu fragen. Wir sind hier, um unser Wissen zu teilen und das Wissen ist da, um geteilt zu werden. Konfrontiert die Leute. Und geht hin zu den Leuten und fragt sie und ich garantiert euch, dass dann seid ihr plötzlich in einer anderthalbstündigen Diskussion darüber, wie propanbetriebene Kühlschränke funktionieren. Hacken ist nicht nur, geht nicht nur um Computer, sondern um alles Mögliche. Wenn ihr durch den Kongress gelaufen seid, dann habt ihr schon gesehen, dass Leute Guerilla-Knitting machen und Leute Roboter bauen. Okay, da ist ein Computer mit drin. Das hat aber alles eine politische, eine soziale Dimension und Hacken ist ein Mindset und
Ein Beispiel ist, dass Leute, die etwas von IKEA kaufen und da kommt eine Anleitung dazu und da steht dann und was bei ja, und der Hacker fragt sich halt eher so, sind das ein paar Stücke Holz oder kann man da irgendwas Tolles draus machen? Oder du hast die Idee, dass du möchtest einen Mousse au Chocolat machen und das Rezept sagt, du brauchst einen Mixer dazu und du hast keinen. Ne? Und dann gehen da manche Hacker hin und sagen, gucken und machen das da. Also. Das ist einfach nur großartig, das gefällt mir sehr gut. Und etwas ist, das ich sehr mag und das ist etwas, warum ich den CCC so gern mag und alle seine Events. Auch wenn der CCC eine Agenda hat, Privatsphäre und politische Sachen gegen Wahlcomputer sein und so sehr wichtige Sachen. Wir haben eine Agenda, aber das ist kein Bootcamp und komm, sei Teil der Revolution, sondern das ist hier eher so der Ort, wo du Leute potenziell finden könntest, um eine Revolution zu starten, aber es ist halt nicht unbedingt notwendigerweise so. Das ist halt ein sehr liberales Gefühl, so ein freies, feindliches Gefühl. Und weiter, um das weiter zu illustrieren, dass wir also eine große Vielfalt an Themen haben. Das offizielle Programm, es gibt eine große Bandbreite an Talks und kocht man nicht im Zelt bitte, aber wir haben Dinge, die. Ja, wir haben selbstorganisierte Sessions, die im Prinzip Workshops sind. Schaut euch das Wiki an. Es gibt eine Tonne von richtig großartigen, selbstorganisierten Workshops und wir haben auch Lightning Talks und wenn ihr eure Ideen präsentieren wollt, dann wenn ihr was präsentieren wollt, dann tut's ins Wiki und macht da was. Also das Camp geht halt auch darum, dass ihr euer Zeug präsentiert. Wir haben außerdem in unserem ein kleines Podcast-Studio, wo ihr eure Podcasts aufnehmen könnt. Und ich habe gehört, dass es auch eine Radio- und eine DVB-Station gibt. Ich weiß nicht, ob die für jeden offen steht, aber da könnt ihr eure Ideen auf jeden Fall auch an die Leute bringen. Um es zu illustrieren, dass es nicht um Computer geht. Es ist geht jetzt um drei Talks, die nicht Computer sind. Basic Structure of Matter, Unified Modern Rockets for Kids, also moderne Raketen für Kinder. Es gibt einen Workshop anscheinend, wo Leute Raketen mit Schießpulver bauen, um das einfach nur zu illustrieren. Und zuletzt, für die Connoisseurs, es gibt einen Workshop, der heißt Whisky Leaks. Wenn ihr fertig mit dem Prozessieren von Informationen seid und euch hinsetzen wollt und das alles verdauen wollt, dann könnt ihr dahin und eure Lieblingsflasche und Whisky bringen können, wenn ihr dran gedacht habt, die mitzubringen und dran denken und einfach mit den anderen Leuten ein bisschen Whisky tauschen. Was ich auch noch sagen will, das letzte, bevor Mikro 400 das Mikrofon könnt. Was ich jetzt sagen möchte, gibt viele, viele Leute, die eben Frauen in die IT bringen wollen und überhaupt Diversität einfach also viele Projekte, die alle möglichen Leute hier reinbringen wollen. Und was das wirklich wichtig für mich ist, und zu sehen, dass es seit dem letzten Camp all diese Gruppen es aufs Camp geschafft haben.
Und alle hier zu sehen und dass sie Workshops machen und sowas und den Leuten die von ihren Ideen und Prozessen, Projekten zu erzählen, das ist echt schön. Und ich möchte euch einladen dazu, die Gruppen zu besuchen, die auch gerade erst angefangen haben. Es gibt außerdem noch weitere Möglichkeiten, zum Camp zu beitragen. Es ist unsere Tradition von Engeln, geht zum Himmel und registriert euch als Engel und nimmt euch eine Schicht. Und lass uns hier es ist total viel Spaß und es hilft euch auch total im Camp zurechtzufinden und ihr trifft da Leute und wichtige Leute und neue Freunde kennenzulernen und auch Sachen, ne, ihr könnt Sachen dazu beitragen, aber auch ihr könnt auch dazu beitragen und auch Sachen lernen oder wie auch immer. Es gibt auch das Gerücht, dass wir in einem astronomischen Phänomen befinden, nämlich dem Perseidenschauben über uns und der Engel, der Himmel sucht nach Nachtschichtengeln, wenn ihr Leute seid und ihr und nehmt eure Freunde, macht die Nachtschicht mit und oder geht alleine und macht eine schöne Nachtschicht auf dem Parkplatz zusammen mit den Sternschnuppen. Das ist wunderschön. Komm, macht das. Und das Ding ist, ich war auf dem Parkplatz, es ist sehr, sehr dunkel, aber hier auf dem Camp seht ihr es nicht, aber auf dem Camp ist es super dunkel. Und der Himmel ist der Wahnsinn in der Nacht. Wer von euch hat das Radio Badge schon? Und es sind noch nicht so viele. Es gibt eine neue Chance heute, das Radio Badge zu bekommen. Der Münchner CCC hat dieses Radio Badge gebaut und der gesamte Hackspace München hat mehr als 4000 Radio Badges zusammengestellt und mit Magie und Social Engineering haben sie die ganzen Hardware Components das so günstig gemacht, dass jeder von uns sich eins leisten kann. Wahrscheinlich die Mehrheit von uns hätte niemals ihre Hand auf ein Software-Defined Radio ihre Hände angelegt, aber wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, ist es total okay. Es gibt viele, viele Ressourcen, um damit zu starten und es gibt ein Village des Münchner Hackerspaces und schaut euch das Wiki an und wenn ihr euer Badge bekommt, dann gibt es einen Link im Wiki und dann könnt ihr euch die Informationen da anschauen und wenn ihr denkt, dass es da was fehlt, dann fügt da was hinzu und helft einfach mit, damit das alles super dokumentiert ist. Und ich freue mich total auf die tollen Sachen, die da rauskommen und besonders, weil sie einen riesen Spielplatz öffnen, viele, viele Möglichkeiten auf dem Camp und nach dem Camp eröffnen. Und es gibt viele Möglichkeiten im Wiki und im GitHub-Repository und da kommen sicher tolle Sachen. Und vielen, vielen Dank an das Münchner Hackerspace und dass ihr das möglich gemacht habt. Es ist lustig, dass ich mit den Münchner Hackerspace-Leuten gesprochen habe, dass sie mir das erzählt haben. Sie das Foto zeigt halt die Person mit den größten Händen im ganzen Münchner Hackerspace, damit man nicht sieht, wie groß dieses Teil eigentlich ist. Und nach dem ganzen Programmieren und nach dem Nerling und alles. Es gibt auch Art and Beauty und weil natürlich kein CCC-Event ohne das Art and Beauty wäre.
Und weil es keins gäbe. Und ihr habt verschiedene Party Floors gesehen und im Wald und mit Licht und Musik und alles, wenn ihr schon dieser wunderschöne Birkenwald mit dem Discoball und ihr habt ja, sehr viel Party gesehen und in den kleinen Villages auch kleine, sind kleine Bühnen und DJ-Sets, zum Beispiel im Berlin Village, und checkt das auf jeden Fall in der Nacht aus. Es gibt ein besonderes, sehr besonderen Party-Tipp. Heute, ihr habt die kleinen Züge gesehen. Manche Leute haben entschieden, dass ein Partyzug daraus gemacht wird. Es gibt einen DJ und ein Bar und es gibt ein Bällebad sogar auf dem Zug. Fährt die ganze Nacht, also schaut euch das mal an und habt da sicher auch viel Spaß. Der nächste kulturelle Geschichte ist das der Zirkularpark, weil das war eine Fabrik, die Ziegel gebaut hat, um Berlin aufzubauen, weil es gibt hier einen Haufen Seen außenrum. Der zweitsauberste See in der Nähe, Deutschlands in der Nähe. Und wenn ihr schwimmen gehen wollt, dann nehmt ein Fahrrad und dann auch ein Auto und checkt einen diesen Seen. Aber außerdem, außerdem haben diese Seen natürlich Clay. Ihr könnt euch das Museum anschauen und da gibt es Touren und es gibt eine Zugfahrt, die außerhalb der Campsite geht, auf eine andere und es gibt auf einen anderen Ort geht und da gibt es auch einen Abfahrplan. Den könnt ihr euch anschauen. Und anhand der Flyer jeden Morgen gibt es einen schönen regionalen es gibt jeden Morgen einen schönen Markt außerhalb des Camps. Und wenn ihr nicht zum Supermarkt und wenn ihr nicht eure blöden Cookies essen wollt, die ihr aus dem Zelt, außerhalb vom Zelt gelassen habt letzte Nacht, und dann könnt ihr zu diesem Markt gehen und Gemüse kaufen. Ich kann natürlich, musste natürlich ein prinzipiertes Cordia-Slide hier machen. Wir müssen über die Ordnung des Chaos reden. Außerhalb dieses Geländes ist die Ordnung die dominante Kraft. Und hier schauen wir, dass wir die Balance ein bisschen wiederherstellen. Wenn das Chaos die dominante Kraft wird, dann haben wir da auch irgendwie auch nicht so viel Spaß. Deswegen bedeutet das, dass wir ein bisschen über die Sachen, die ihr nicht machen solltet hier auf dem Camp. Diese Zuggleise werden tatsächlich benutzt, also tut da weder keine Fahrräder oder Wasserflaschen oder Kabel da drauf. Ja, bitte nicht drauf tun, weil sonst müsste der Zug dauernd stoppen. Das wäre kein Spaß. Schaut. Ja, und passt auf die Gleise auf, damit ihr da irgendwie und zeltet auch nicht in der Nähe. Dann verlegt eure Kabel nicht über Pfade, legt eure Zelte nicht. Ja, macht euren eigenen, bitte keinen eigenen Stromgenerator fahren und und nimmt kein und verbindet euch nicht an zwei verschiedene Stromnetze. Und eine sehr wichtige Sache ist außerdem, wenn euer Auto neben dem Cashdesk geparkt ist,
dann nimmt's bitte, dann entfernt es bitte sofort, wenn das Event beendet ist, weil das ist ein, also sobald dieser Vortrag beendet ist, bitte dringend euer Auto wegstellen neben dem Cashdesk, weil das ist ein Notfallparkplatz und das, da müssen die Autos weg. Wenn ihr irgendwie zweifelt, dann fragt einfach. Wir wissen nicht alles, ihr wisst nicht alles und es gibt jemanden, der was weiß und das führt dazu, dass irgendjemand anders mehr weiß und ja, deswegen geht's zum Infodesk und fragt und wenn die nicht wissen, Bescheid wissen, dann fragen sie, rufen sie jemanden an und wer macht das? Und nach dem sehr trockenen sehr trockenen Thema der organisatorischen Sachen. Wir hoffen, dass ihr euch, ne, wir haben Wasser für Duschen und ja, wir benutzen jetzt mehr Wasser als die drei Dörfer außenrum und das ist ein riesen Infrastrukturproblem, so deswegen wenn ihr duscht und alles, dann spart einfach Wasser, ist die kurze Form davon. Wir haben hier nicht so viel davon. Ja, das ist sehr, sehr wichtig und um das ein bisschen zuzufügen fürs nächste Camp, ihr seht, dass wir diese Generatoren haben, weil das Stromnetz auch nicht ausreichend ist, um dieses Event zu fahren. Und die sind laut und anstrengend und die Organisatoren haben schon gesagt, es wäre sehr schön, wenn wir in den nächsten 4 Jahren irgendwie ein... es wäre total geil, wenn wir ein eigenständigeres Camp hinkriegen könnten. Es wäre sehr gut, wenn wir in 4 Jahren diese 4 doofen Generatoren loskriegen würden. Wir haben schon mal mit Drohnen gearbeitet und das wäre eine super Sache. Also einer der letzten und wahrscheinlich der Rat, der wahrscheinlich vieles andere abdeckt, seid exzellent zu euch. Seid respektvoll, seid hilfreich, seid unterstützt euch zu jeder Zeit, sodass wir zusammen sicherstellen können, dass jede, egal was der galaktische Hintergrund ist, kann sich am Camp erfreuen und die Technik, an der Technik erfreuen, wie wir das alle wollen. Das verdient einen Applaus. Auch nicht nur auf dem Camp. Seid exzellent hier, aber denkt auch darüber nach, wie ihr den Spirit und die Erfahrung von hier nach Hause nehmen könnt in euer Alltagsleben und die Dinge, die ihr tut. Wir sind einige tausend Menschen mit sehr mächtigem Wissen und Fähigkeiten. Nutzen wir die, um exzellent zu sein. Und ich hoffe, dass das Camp eine große Quelle der Inspiration sein wird für euch und dass ihr Verbindung aufnehmen könnt, dass ihr lernen könnt, dass ihr Ideen und Strategien teilen könnt und die vielen, vielen Herausforderungen angehen könnt, die vor uns liegen. Denn es gibt immer noch sehr viele gebrochene Systeme, die repariert werden müssen. Also, das Letzte, was zu sagen ist, ich habe die Ehre, noch einmal dem Ziegeleipark Mildenberg zu danken, dass sie uns ihren wunderschönen Platz angeboten haben. Großen Applaus, denn das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier sein können. Und ich denke, ich kann für mich sprechen, für Huckel und jeden von uns. Vielen, vielen Dank an die Organisationsleute und die Freiwilligen, dass ihr dieses Camp möglich macht und lasst uns hier eine großartige Zeit haben. Vielen, vielen Dank. Ja, ich
Ja, und damit gibt es nur noch eine Sache, die zu sagen ist. Wir hoffen, dass ihr ein großartiges Abenteuer habt. Wir sehen euch im Camp. Freut euch am Camp. Habt eine großartige Zeit. Vielen Dank. Einen großen Riesenapplaus für Fiona und Huckel.